So, boi, boi, auf wieder, liebe Lüt. Und damit herzlich willkommen zurück auf der Hof Bergmann zusammen mit dem Uben. Ja, moin, moin. Mensch. Da so langer Zeit, ne? Und doch wiedererkannt. Und doch wiedererkannt, ja. Ja, warum hat so lange gedauert? Urlaub, Computer kaputt, sonstige Sachen. Es waren so ein paar Dinge, ja, natürlich. Halt erst Computer bei dir kaputt, dann Computer bei mir kaputt. Ja. Es sitzt nichts. Manchmal ist das einfach so, ne? Ja, aber es ist nichts. Wir machen genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Genau. Also, wir versuchen es auf jeden Fall. Er war so toll und so viel Spaß macht, versuche ich jetzt erstmal mit dem Drehschimmel zu kämpfen. Ach so, ja. Wir haben den einen Drehschimmel hier und dann müsste ich mir vielleicht noch einen anderen organisieren, wa? Ja, ganz schön. Für die. Ja, für die ist klar. Ja, kein Problem. Mal gucken, wie das gerade aussieht mit den von meinem das getrocknete Kreide loswerden. Ja. Erstmal verkaufen. Ja, und Uben, ich glaube, du versuchst die Bäckerei in Gang zu kriegen, ne? Richtig. Dazu haben wir ja bei unserem Schreinermeister, beziehungsweise bei unserem Schreinermeister, der macht ja die Fässer. Nein, was erzähle ich? Beim Sägewerk haben wir schon Hackschnitze geliefert gekriegt von dem ortsansässigen Förster. Und jetzt wollen wir mal gucken, dass ich die mal irgendwie hier hinkriege, dass wir die mal abpacken. Und ja, jetzt schauen wir mal. Ja. Schön verpacken. Paragraph 1, jeder macht seins. Ja. Ja, komm, Hefe müssen wir noch kaufen, ne? Ja gut, die können wir dann eben noch schnell besorgen. Dafür haben wir ja ein schnelles Auto auf dem Hof. Das, was soll ich sagen? Ich möchte nicht, dass du zuguckst jetzt, dann wäre das nix. Ich gucke dir doch gar nicht zu. Ich bin im Shop, ich gucke dir in keinster Weise zu. Keine Angst. Ich muss mir ja auch so ein Anhängergeding schaffen hier, kaufen. Achso, wir haben uns von Manuel Attach hier auf Hof Bergmann verabschiedet, weil wegen der Sicherheit. Ei, der ist aber schön. Ja, danke. Also auf dem Fenster sehen. Ich sehe dich nicht. Ich gucke im Shop. Also. Ach so. Mann. Roha. Kannst du vielleicht doch mal gucken? Ja, das sieht doch gut aus. Du kriegst das hin. Ist da auch irgendwo ein Loch in der Wand? Ja, die Tür. Also, du siehst doch die Tür, oder nicht? Ja, auf der rechten Seite gar nicht. Das sieht aber gut aus. Du kommst jetzt richtig schön mittig rein. Toll! Jetzt, wo ich drin bin, weißt du? Ich war davon überzeugt, dass du das kannst, ohne fremde Hilfe. Deswegen, was soll man dir denn noch erklären? Oh, falscher Knopf. Getreide getrocknet, Start. Da gucken wir jetzt nicht so genau hin. Ach mein Gott, ey, guck mal, wie ich da... Nee, sag jetzt nicht. Warte. Mann, ich wollte aussteigen und abkoppeln. So ist das drin, das manuelle Attaching. Ja. So. Machen wir mal eine Straßengruppe hier. Zack. So, jetzt wollen wir mal eben die Markt angucken hier. Wo haben wir das denn? Das war, glaube ich, weiter hinten. Getreide getrocknet. Du. Wer zahlt denn da was? Tja, irgendeiner. Steigend ist Reifeisen. Malzwerk. Da fahren wir doch durch zum Malzwerk. Dann. Und lass ja nicht wieder was andrehen, ne? Wie ich, als hätte ich jemals etwas mitgebracht, was wir nicht brauchen. Ja, ich sag das ja nur. Weißt du, was völlig irre ist? Ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss, ohne Minimap. Da bist du sicher. Ich glaub schon. Ich fahr einfach mal hin. Ja, ich bin gespannt. So doof habe ich noch meinen kleinen Freund dabei, ne? Vergiss es. Siehst du, Jägermeister und fahr das nicht gesund zusammen.
Deswegen können wir auch nur Milch rein. Ist aber auch verlinkt, der Bursche. Ein Fini versucht uns wieder im Fan anzudrücken, deswegen haben wir den hier mal auf dem Hof. Der lurt ja immer, dass wir einen von den MF weghauen, ne? Dann müssen wir den, wenn, gegen welchen tauschen, den 7er, ne? Ja, ich denke, ne? Das ist dann, glaube ich, kommt da ganz gut hin. So, muss ja, mal gucken. Ach, da ist das Sägewerk. Ach, wusste ich natürlich. Du musst den auch erstmal fahren und testen, mal gucken, ob er was ist. Ja, das kriegen wir schon hin. Ja, aber seitdem wir das letzte Mal gestreamt haben, haben wir jetzt beide einen anderen PC, ne? Ja. Urlaub und Freizeit ist auch vollbracht. Ja, schon bald wieder der nächste Urlaub. Sollte. Na gut, bei mir, ich habe jetzt wirklich im November erst. Und das ist, ich betone es immer wieder, es ist Zufall. Es ist toll, dass es mit LS22 zusammenpasst, aber es ist Zufall. Also ich habe im November zwar keinen Urlaub, aber ich habe auch keinen richtigen Dienst. Wir haben nämlich unsere Jahresfortbildung und das heißt, ich bin nachmittags pünktlich zu Hause. Siehste. Und da kann das richtig losgehen. Falsche Abgriffseite, ich Horst. Guck mal, der rollt, der Rubel. Oh, das bringt richtig gut was, ne? Zack, guck mal. 30.000 sind drin. Ja, guck dir das an. Marschieren tut er der Fan, ne? Wahnsinn. Ist das hier Panierbild oder was? Was? Also den Haufen, der hier liegt, den sie mir hingelegt haben, den kann ich überhaupt nicht aufladen. Oh. Ich meine, es ist halt die Frage, zur Not müssen wir halt... Ich weiß ja auch nicht. Paniermehl, sagt er. Der hat auch eine Pfanne, ey. Ja, was? Das sieht doch so aus. Ich komm da hin. Hackschnitzel sehen doch ganz anders aus. Oh, wow. Ich weiß ja nicht, was also, du da bestellt hast. Naja, also nicht. Also, ich finde, das sieht nicht aus wie Hackschnitzel, das sieht aus wie Sägespäne. Paniermehl. Ja, dann füll das ab. Brauchen wir aus dem Streuen. Ja, stimmt. Aber oh. Ich kann das nicht aufladen mit der Schaufel. Ist da hinten zufällig ein Ankauf? Also, dass man es kaufen kann da? Ich muss mal gucken. Was sagt denn der Onkel hier? Ja, Servus. Ja, Tag. Ja, vielen Dank für die Information. Das ist doch Sägemehl. Ja. Wie will der das denn andrehen? Ja, richtig. Da habe ich gleich erkannt. Das habe ich natürlich. Du, warte, ich kann solchen. Ich, pass mal, guck mal. Ich nehme Hackschnitzel hier mit. Die kaufen wir einfach hier ein bisschen. Noch eben, guck mal, das ist gar nicht so teuer. Ja, super. So, ich nehme 10.000 nämlich mit. Auf wozu bin ich jetzt hingefahren? Das ist keine Ahnung, sollst du dir vor Füße schütten? Na, nee. Wo willst du das denn machen? Auf dem Nebenhof beim Kompost? Ja, da beim Kompost habe ich doch unsere schöne Abfüllanlage stehen. Ach ja, ja, dann schütte ich dir das da vor, einfach hin. Mensch, hast du ein Glück, dass ich gerade hier lang fahre? Prima, toll. Aber das ist auch unseres, das musst du, eigentlich musst du das mitnehmen. Ah, du kannst nicht auffüllen, sagst du, ne? Ich kann das nicht aufladen. Oh. Die Schaufel nimmt das nicht. Verdammt. Das können wir ja noch holen, dann später. Es wird ja nicht schlecht. Gleich regnet das alles in Gulli rein. Toll, Huhn. Ja, super. Das ist auch so ein schönes Gespann hier. Der MF und dieser schöne Anhänger. Das ist alles schön, ist das Problem. Ja. Ja, wohin? Einfach hier auf dem Trockenen, wa? Ja.
Da, da hast du ein Schikrom. Ja, viel Dank. Kein Problem. Es ist so, komm. Den Anhänger da reingezirkelt, krieg ich wieder. So, komm, Gustav, los geht das. Lange hast du rumgestanden, aber er springt wieder an. Hm. Ach, lange, letztendlich war es ein paar Tage. So. Boah. Ja, gestreamt, das haben wir ja geschafft, aber wie gesagt, na gut, ist auch nicht eine ganze Zeit lang gar nicht so viel. Aber Aufnahme ist schwierig. Oh, das war ein Pfosten. Oh nein, das muss ich mal eben mit der Drohne. Ja, nicht schön, aber selten. Aha. Ach, guck einer an. Ja. Da steht Hühnerfutter drauf. Warum ist da... Hä? Ich lade doch hier... Sag mal, willst du unsere Hühner mit Holz füttern oder was? Ach, das waren die Reste noch. Oh. Ja, nun pass auf, ich nehme weg den Sack. So. Danke. Meinst du, dem geht so? Warum gibt der denn nicht aus? Warte mal. Ja. An ist das Gerät ja. Vielleicht von hinten reinschütten? Da, daneben. Ja, lass mich raten, hast du natürlich auch wieder voll mit eingegangen. Da brauchst du die andere Taufe. Ich weiß gar nicht mehr, wie das gemacht haben. Ich habe das... Das Hühnerfutter habe ich auch mit dem kleinen Lader hier aufgeladen. Okay. Das ging ganz gut. Oder steht hier jetzt so nah am Trigger dran? Hast du das auch hier gemacht? Weil hier ist Tortrigger schon. Wir haben den nicht verrückt. Nee, also nein. Aber das war doch das Ding, ne? Habe ich das nicht hier auch mal abgefüllt? Da müssen wir gleich mal gucken. Habe ich denn schon wieder einen an der Marmel? Nicht, dass ich oben jetzt hier Blödsinn erzähle. Die Bienenstöcke waren wir nicht. Wo ist denn das gewesen hier? Das, ach, das war hier, ne? Da, guck mal, was kann denn alles? Da ist Schweinefutter. Doch, hier. Das war's. Welches? Das muss doch können, dieses Symbol mit diesen... Nee, hä? Doch, da. Hackschanze. Hm. Ja, habe ich doch auch mit denen schon gemacht. Da haben die jetzt nicht klein genug gerasselt. Vielleicht müssen wir uns wirklich unser eigenes machen. Oder von hier mal einfüllen. Gibt's das doch gar nicht. Ah! Siehst du? Doch! Stand ein Trigger. Siehst du? Gut. Dann geht's ja jetzt. Cool, okay, alles klar. So, jetzt frage ich mich natürlich gerade. Unser Kompost ist ja fertig, ne? Sag mal, hatten wir einen eigenen Streuer? Nee, ich glaube, wir hatten noch keinen. Meine ich, mich zu erinnern. Weil, das haben wir ja auch noch nicht. Oder Moment. Ich kann ja mal im Katalog blättern. Zack. Ich glaube, mir auch nicht.
Nee, ich hatte erst die Vermutung, dass er noch bei Feld 23 steht, was wir ja zuletzt abgeerntet hatten. Aber da steht nichts. Gott sei Dank. Wie viel wollen wir ausgeben? 20? Da haben wir einen. Ja, guck auf die Arbeitsbreite ein bisschen, ne? Ja, 14.000 Liter, Arbeitsbreite 9 Meter. Das ist so ein mittlerer, ne? Ja. Der nächste, guck mal, der kostet 32.000 Liter, der hat 24, der kostet jetzt 76 schon wieder. Nein, nimm den, den du jetzt da gesagt hast. Dann stellen wir den hier bei. Wir müssen ja auch ein bisschen haushalten. Ich glaube, ich möchte einen Welker. Was für Reifen, du bist so BKT-Fan, ne? Du, nimm, was gut aussieht. Was, entscheide du. Nimm einfach, was gut aussieht. Der ist scheißegal. Ja, das war, wir haben da ungefähr den Gleichgeschmack, was das betrifft. So, dann habe ich den jetzt gekauft. Ja, ich hole ihn mal eben her. Immer super. Ja, holen wir den Rücken mit dem Fendt. Ich glaube, der ist ein bisschen groß für den, aber ist auch wenigstens flink hier, ne? Ja. Aber muss das ja echt der Träger gewesen sein dabei, dein Gefühl. Ja, kann ja nicht anders. Weil jetzt läuft das hier erst rein, ne? Ah. Okay, vielleicht kriegen wir ein Ticket. Du hast dich blitzen lassen. Könnte sein. Okay. Und das war wahrscheinlich wieder richtig teuer, weil billig blitzen geht bei Ingo ja nicht. Doch, das war nicht so schnell. Ja, das ist... Kaufen wir einen von deinen Brennholzsäcken, passt das? Natürlich. Oh, da ist er. Schick, schick. Oh, sieht schon ein bisschen. Okay, ich bringe ihn damit mal zum Hof und dann fahren wir den. Ich mache wieder den B-Traktor vor. Monster. Hat die Mühle eigentlich schon den Roggen fertig? Tja, also der müsste eigentlich da schon abholbereit sein. Also ich war jetzt nicht wieder da. Ich bin ja jetzt gerade am Hackschnitzel verpackt. Wäre ich jetzt richtig klug gewesen, hätte ich natürlich Hefe mitgebracht, ne? Ja gut. Du brauchst dir keine Gedanken machen, so klug bin ich nicht. Es ist halt wie es ist, ne? Aber wenn wir Hefe holen, dann können wir noch mal eben ein, zwei Sack Schweinefutter vielleicht mitbringen. Warte mal. Oder wie haben wir das dann noch gemacht? Wenn ich da hinten das Malz wegbeliefere, dann kriege ich da auch irgendwas. Da müssen wir mal gucken. Oh, da habe ich rein. Vorsicht, nicht den kleinen Pinguin über den Möllern hier. Mensch, der Dresser steht hier aber auch toll. Wir kriegen übrigens bald mal so einen Vorführer, ne? Müssen wir mal gucken, ob wir ein großes, schönes Feld mal fertig haben hinten vielleicht. Dann können wir uns mal den T10 ausleihen. Den T10? Dem ohne Lenkrad. Ach, den? Ja. Aber der ist richtig groß. Ich glaube, das hat er 13 Meter Schneidweg oder so. Aber zum Testen mal, soll man ja nicht nein, ne? Natürlich nicht. So, machen wir das hier mal ab. Lass ich den hier mal stehen. Oben soll er ja auch nochmal fahren. Es ist schon ein Monster. So,
So, jetzt muss ich gleich nochmal gucken, mit was ich die hier abholen könnte. Ich glaube, mit diesem kleinen Anhänger von dem Gartor, ne? Ohne dass die wieder aus den Säcken verschwinden. Ja, du musst den, genau, das, der muss umgebaut werden von Mulde auf, was hat eine Transportfläche, ne? Mhm. Wir werden ja auch noch irgendwas, wir müssen mal gucken. Was, oder auf den Unimog schmeißen, glaube ich auch, ne? Ach, Unimog ging ja auch, genau. Moment, die Ladefläche? Ich weiß nicht, sehe ich jetzt nicht. Gut. Nicht, dass die Arbeit hier... Nein! Das, die haben mir das Getriebe geklaut. Moment. Was? Ja, Moment, ich muss mal eben hier schnell wieder umschalten. So passt. LH. Nee. Ich will das normale 4x4 haben. Dann komme ich jetzt wieder nicht mehr zurecht. Gib mir doch woher hier. Der kennt nicht jeden mit M. So. Ja. Mit den Düngerstreu stehen einpacken hier rein. Die Frage, ob wir den noch so oft brauchen, wenn wir jetzt mit unseren eigenen Kompost machen, ne? Mhm. So, zack. Ich würde die schon wieder aussteigen. Ja. Oh nein! Was ist denn jetzt schon wieder? Mann, ja was wohl? Ich wollte doch Kompost aufladen, aber jetzt habe ich den Streuer da stehen lassen. Naja, ist ja seit langem die erste Folge. Kann auch mal so ein, zwei Sachen denn einfach mal anders laufen. Ja klar, ist ja auch nicht so, als wenn du in der ganzen Zeit kein LS gespielt hättest. Ja, also ist die ganze Zeit über nichts passiert. Ich bin auch voll raus. Juppi, Ruhe, das geht aber hier los hier. Das ist auch ein paar Säcke. Wenn die Bäckerei denn läuft, müssen wir gucken, was wir als nächstes in Betrieb nehmen, ne? Ja. Ich habe auch keine Idee, was, ehrlich gesagt. Wir werden uns schon was einfallen lassen. Moin, sicher! Aha. Ja, den Steuer, ja, den finde ich da auch gut. Ja, da kannst du dich mit sehen lassen, ne? Ja. Da wirst du auch nicht sofort verhauen auf dem Pausenhof. Hier liegen ein paar faule Säcke. Oh, ich fahre das Ding hier so selten, ne? Faszinierend. Also eigentlich eine ganz geile Nummer. Aha, ich finde den aber richtig schick. Ja, kannst du auch ordentlich mit aufladen, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Ganz schön große Schaufel eigentlich. Achso, damit das Feld, was wir zuletzt abgeerntet haben. Da wollte ich nämlich mal eben mit Kompost drüber. Das war die 23 hinten bei der Kalkung da, genau. Bei der Kalkgrube in der Ecke, ne?
Ist die Frage, nicht, dass ich das Falsche darüber habe, ne? Ich muss auf jeden Fall nochmal gucken. Nicht, dass er dann nicht erst, dass er noch Kalk drauf muss. Nicht, dass ich das jetzt falsch in Erinnerung habe. Ja. Mach das jetzt gerade hier wie selbstverständlich. Ja, aber Kalk kannst du doch hinterher immer noch drüber machen. Ja, wir tun jetzt auch einfach ganz schlau, als wenn das so richtig ist. Richtig. Ich halte es nicht aus, ich muss gucken. Mann, verdammt. 23. So, pH-Wert. Oh nein. Hätte ich bloß nicht geguckt. Da muss Kalk drauf. Ja. Wir brauchen die 19, muss gedüngt werden, euch drauf. Was ist auf der 19 denn drauf? Mhm. Ich ahne sowas. Oh nein. Rüben. Oh, ich hab's falsch in Erinnerung gehabt, ey. Verdammt. Ja, es. Ja, also, naja. Es wird ja nicht schlecht. Ich wollte das eh schon mal beladen. Ich war mir echt sicher. Ich glaube, Kompost bringt da jetzt gar nicht mehr so viel, ne? Ich will gerade, wie wir es mit den Zuckerrüben machen. Beauftragen, ne? Ja, würde ich sagen, oder? Ja. Mal gucken, wie viel, ich weiß gar nicht, was denn so ein Feld kostet, wenn er so einen Helfer rüberjodeln lässt. Müssen wir mal gucken. Bis wir da rausschmeißen. Aber wir brauchen auch einen von den Maschinen dann. Ja, und die haben wir keine eigene, also. Ja. Dann lass mal runterholen. Das war jetzt halt eine richtige Torfkopfaktion, ey. Naja, es ist die erste Folge nach lang. Da kann auch mal was schief gehen. Also eigentlich nicht viel mehr. Also, ja. Scheiße. Ja. Sicheres Auftreten bei totaler Ahnungslosigkeit. Es ist einfach immer wieder so. Richtig. Ich stelle ihn jetzt einfach unter, es wird ja nicht schlecht. Ich denke auch nicht, nein. Unnötig zu erwähnen, dass der Anhänger ganz auch nur 75% voll ist. Das habe ich gemacht, damit die Luftzirkulation jetzt besser wirken kann, bis wir es brauchen. So. Okay, zack, ab damit. Okay. Bist du schon mit auf dem Hof oder was? Ja, mit der ersten Fuhre. Oh ja. Das ist die Frage, haben wir eigentlich auch. Oh, müssen wir gucken nach und nach. Ja, wir müssen mal sehen. Also, den Fendt habe ich dir erstmal hier hingestellt. Wenn du ihn auch nochmal fahren willst, vorher sonst dann, ne? Beim nächsten Mal oder so. Können wir ja gucken. Das müssen wir mal sehen, ne? Aber ist schon hübsch, ist der schon, ne? Nachher entscheidet ja eh wieder die Pnüngsen, ne? Es ist ja immer so. Eben. Ja, gut. Leute, diesmal war dann auch ein bisschen länger, ne? Weil wir lange nicht da waren. Wir versuchen das jetzt wieder so regelmäßig wie möglich zu machen. Wenn das mal einen Tag länger dauert, ne, dann ist das so. Also wir wollen nicht wieder einen Monat vergehen lassen, aber es kann halt auch mal zwei, drei Tage dauern. Ne? Ja, dann ist das halt mal so, gleich. Aber ja, wir bleiben euch erhalten. Rein aus Spaß und Fun halt, ne? Ja, Leute, genau. Danke fürs Zugucken. Und wie immer, das Däumchen wäre ein Träumchen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bockout. Genau, Bockout. Bis dahin, the toe, the lady head. Ja.